es tut sich was auf dem Kameramarkt. Canon hat eine neue Kamera vorgestellt, und zwar die EOS R5. Und warum sich da was tut und warum das vielleicht sogar sehr spektakulär ist, nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen, liebe Rohdatenverwerter, heute mal aus dem Hotelzimmer. Aber ich glaube, ihr gewöhnt euch so langsam daran, dass ich häufiger unterwegs bin. Ich bin hier heute in Stuttgart, beziehungsweise genauer gesagt in Bad Cannstatt. Dort finden heute die Sony Alpha Days, beziehungsweise der Sony Alpha Day hier für Stuttgart oder Bad Cannstatt statt. Morgen sind wir dann noch in München, aber heute erstmal hier. Es gibt eine Vorankündigung von Canon. Genauer gesagt ist das eigentlich eine Vorankündigung zur Vorankündigung. Denn wann diese Kamera kommt, weiß noch keiner. Es handelt sich um die EOS R5. Canon scheint wohl aus den Fehlern der EOS R und EOS RP gelernt zu haben und scheint jetzt einiges richtig zu machen mit der neuen EOS R5. Und da stellt sich mir die Frage, wird das vielleicht sogar die Nachfolgerin der 5D-Serie? Könnte sein. Wir werden uns überraschen lassen, denn das wäre damit natürlich das Ende der EOS 5D-Serie. Viele technische Daten gibt es noch nicht. Eine Sache, die wir allerdings schon wissen, ist ein absoluter Knaller, und zwar die erste Systemkamera wird es werden mit 8K Video. Okay, wofür wir momentan zum jetzigen Zeitpunkt 8K Video brauchen, man weiß nicht. Also es ist vielleicht mal ganz schön, wenn man virtuelle Kamerafahrten machen möchte oder einfach mal auch ins Bild reinkroppen möchte. Allerdings wird mir schon wieder so ein bisschen Angst und Bange vor dieser Datenmenge, weil es ist dann wieder mal das Vierfache von 4K dann nochmal. 4K liegt ungefähr bei pro Minute bei 1 GB Datenspeicher. Dann weiß man ja aus der Vergangenheit, dass auch schon bei 4K die ein oder andere Kamera schnell mal Überhitzungsprobleme bekommen hat, als 4K eingeführt wurde. Und dann braucht man natürlich wieder einen Rechner, der das verarbeiten kann. Zum einen interessante Sache mit dem 8K, habe ich 4K gesagt? 8K natürlich meinte ich, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, wie gesagt, man braucht halt auch einen Rechner, der das ganze Ding verarbeiten kann. Und ich habe mir nun extra irgendwie nochmal ein neues MacBook gekauft, damit ich 4K schneiden kann und jetzt 8K wiedergeben auf Endgeräten, denke ich mal, in absehbarer Zeit. Naja, irgendwer wird natürlich kommen, irgendein Hersteller und 8K-Fernseher auf den Markt schmeißen. Oder gibt es das? Gibt es schon 8K-Fernseher? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, ob es 8K-Fernseher gibt, ob ihr sowas vielleicht schon habt und wenn ja, warum, was das für einen Sinn macht. Interessant bei der Sache, dass, wie es aussieht, diese 8K und dann natürlich in der Folge auch die 4K ohne Crop kommen werden. Jesus Christus. Das war ja wirklich ein sehr großes Thema, dass die EOS R irgendwie 4K nur mit einem immensen Crop-Faktor halt aufnehmen konnte. Und das haben sie jetzt wohl gelöst. Dann hat Canon einen ganz mutigen Schritt gewagt und baut wohl einen stabilisierten Sensor ein. Wird wahrscheinlich ein 5-Achsen-stabilisierter sein, aber dazu steht jetzt nichts. Es steht halt nur, dass es ein stabilisierter Sensor werden soll. Mutter Maria, ein stabilisierter Sensor. Keine Informationen gibt es allerdings bis jetzt über die Sensorauflösung und über die Speicherkarten, die verwendet werden. Es sollen allerdings wohl 2 Speicherkarten werden. So viel hat Canon schon bekannt gegeben. Das werden dann wahrscheinlich UAS-2 Speicherkarten werden, wenn es denn SD-Karten werden. Aber das Ganze bleibt abzuwarten. Mit der Serienbildgeschwindigkeit lehnt Canon sich dann wieder etwas weiter aus dem Fenster, denn es sollen im elektronischen Shutter 20 Bilder die Sekunde werden und mit dem mechanischen Shutter 12 Bilder. Damit würde Canon nicht nur über der neuen A9 Mark II liegen, sondern auch über der hauseigenen 1DX Mark III, über die ich ja vor 4 Videos schon geredet habe. Und mir stellt sich dann die Frage, ob
diese EOS R5 nicht sogar eine Konkurrenz zur 1DX Mark III werden könnte. Was dann auch neu sein wird, ist der Canon hauseigene Cloud-Dienst, in den man dann die Bilder direkt aus der Kamera, aus der neuen EOS R5 hochladen kann und das dann dazu nochmal als quasi Backup benutzen kann. Klingt auch interessant. Ich habe halt immer so ein bisschen urheberrechtliche Bedenken, irgendwelche Bilder, vor allem irgendwelche RAWs in Cloud-Dienste hochzuladen. Das bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Vielleicht bin ich da auch einfach nur so ein bisschen paranoid. Eine gute Idee ist es auf jeden Fall. Zum Preis ist noch nichts bekannt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Kamera zwischen 4.500 und 5.000 Euro kosten wird. Ich sehe sie dann schon auch so ein bisschen als Konkurrenz zur A9 von Sony. Ob sie dann wirklich doch mithalten kann und ob das alles so toll ist, wie Canon das jetzt hier beschreibt, das bleibt natürlich abzuwarten. Wie gesagt, es ist eine Vorankündigung bzw. eine Vorankündigung zu einer Vorankündigung und was da letztlich bei rauskommt, bleibt abzuwarten. Letzten Endes muss ich sagen, das ist eine Kamera, die ich als erste spiegellose Vollformatkamera von einem Hersteller wie Canon erwartet hätte. Ich hätte erwartet, dass die vor 2 Jahren mit einem Knaller rauskommen und eigentlich Sony zeigen: Hallo, wir haben doch nicht 5 Jahre geschlafen. Jetzt kommt sie raus. Ist die Frage, ob sie schon ein bisschen zu spät kommt, denn viele Leute sind natürlich schon auf Sony gewechselt. Ich finde es irgendwo schade, man hat die Kunden jetzt mit einer EOS R, und da muss ich meine Kritik denn doch mal wieder anbringen, man hat die Kunden mit einer EOS R geködert. Viele Canon-User haben sich diese EOS R auch gekauft und jetzt kommt man halt mit so einer Knallerkamera raus. Okay, die wird ein bisschen teurer sein als die reguläre EOS R. Die RP ist da ja sowieso nochmal das günstigere Modell. Wir sind gespannt. Wenn ihr Canon-User seid, wäre das eine Kamera für euch? Würde sie für dich eine EOS R ersetzen? Würdest du dir eine EOS, Quatsch, eine EOS R, eine EOS 5D ersetzen? Würdest du dir die R5 jetzt kaufen? Wenn ich noch Canon-User wäre, was ich ja lange, lange, lange war, weit über, ich glaube, 12 Jahre habe ich mit Canon Digital gearbeitet. Also für mich wäre es eine interessante Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich im Moment ziemlich gut versorgt und eigentlich auch ziemlich glücklich mit den Kameras, mit denen ich arbeite. Dann stellt sich mir noch die Frage, war es notwendig, wirklich noch eine 1DX Mark III auf den Markt zu werfen? Oder hätte man das mit solch einer Kamera nicht abdecken können? Naja, wir wollen nicht zu viel meckern, weil ich finde es gut, dass Canon diesen Weg geht. Und mit der Kamera wird Canon auch wieder Nikon einen Schritt voraus sein. Sony glaube ich noch nicht, auf jeden Fall nicht in der Gänze. Aber Nikon wird Canon damit schon wieder einen Schritt voraus sein. Ja, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ist das eine Kamera für euch? Würdet ihr sie euch kaufen? Seid ihr Canon-User? Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö.